Das geht, vielleicht kennst du auch diese Sprüche von wegen, Blut ist dicker als Wasser oder eine Familie hält immer zusammen oder was auch immer, ja. Das Ding ist, ich sage zum Teil dazu, ja, aber wenn deine Familie zum Problem wird, dann ist auch das Blut, das euch verbindet, nichts, auch nichts mehr wert, weil was Menschen falsch verstehen, ja, ist, wir müssen uns nicht die ganze Zeit Dinge gefallen lassen, wenn wir nicht wollen. Wir müssen nicht die ganze Zeit uns Menschen geben, die uns nicht gut tun. Und oftmals, leider, oftmals, nicht immer, aber oftmals ist es so, dass die Menschen, die in deinem eigenen Umfeld sind, die dich am meisten aufhalten werden oder am meisten kritisieren werden, am meisten runterziehen werden, am meisten abfacken werden, am meisten missachten werden oder dir Schlechtes antun oder wirklich dich hintergehen werden, was auch immer, vielleicht dein bester Freund, aber jetzt meine ich wirklich Familie, Familie, denn das ist, was euch verbindet, so Familie, ja. Und gerade in einer toxischen Familie, in einer narzisstischen Familie, ist es oftmals so, dass da sehr, sehr schlechte, schlimme Dinge passieren, ja. Gerade in diesen Familien. Da passieren wirklich hässliche Dinge, wirklich Dinge, die nicht okay sind, ja. Und es wird alles unter den Teppich gekehrt, denn es wird ja immer gesagt, eine Familie muss zusammenhalten, eine Familie muss beständig sein, wir müssen uns vertrauen und was weiß ich alles. Aber du merkst richtig, dass du ihnen nicht vertrauen kannst, dass dein Vertrauen ständig gebrochen wird und verletzt wird, dass du ständig verletzt wirst, dass du ständig missachtet wirst, falsch behandelt wirst oder ignoriert wirst, deine Gedanken, Gefühle, Emotionen haben einfach keinen Raum, keinen Platz in dieser Familienordnung, ja. Oder die Leute sind super herablassend, lästern die ganze Zeit, was auch immer, sind einfach negativ, ja. Und du denkst dir, ich kann nicht mehr diese Last auf meinen Schultern haben. Dann kommen diese Familienmitglieder und sagen, wie willst du jetzt nicht mehr bei uns sein? Eine Familie muss doch zusammenhalten, eine Familie muss sich doch verzeihen können, eine Familie muss doch dies, eine Familie muss doch das. Dann kommen all diese Sprüche dann, diese perfekten Sprüche, die diese Menschen die ganzen Jahre schon studiert haben, wie eine Familie zu sein hat, wie eine Familie perfekt wäre und was weiß ich alles, aber das Lustige ist, die Wahrheit sieht genau anders aus. Sie sagen so, ja, irgendwas von Vertrauen oder Zusammenhalten, aber in echt hast du null Vertrauen und null Zusammenhalt, weil jeder über jeden lästert. So, das ist das, was ich selbst nicht verstehe. Sie gaukeln dir irgendwas vor von wegen Vertrauen und Verzeihen und dies und das und sie selbst tun es nicht mal. So, es ist alles nur eine Fassade wieder, um dich wieder quasi in die Familie zu locken, damit du wieder ein Teil der Familie wirst, damit du wieder ausgenutzt werden kannst, damit du wieder hintergangen werden kannst, damit du wieder das gleiche Spiel mit dir machen lässt. Denn das ist, was sie mit dir tun werden. Ich kenne so einen Spruch und ihr kennt ihn vielleicht auch. Wenn du die Zukunft heraus, wie sagt man, wenn du die Zukunft vorhersagen willst, dann studiere die Vergangenheit. Und genau so geht es auch mit diesen Menschen. Wenn du wissen willst, wie die Zukunft mit diesen Menschen wird, geh in die Vergangenheit zurück und denke nach. Diese Menschen haben dich die ganze Zeit schon ignoriert. Diese Menschen haben dich die ganze Zeit schon minder bemittelt, behandelt, ja, also wirklich unterstes Niveau, so dass
Manchmal haben sie hässliche Dinge gesagt oder waren super abwertend oder haben dich an einem gewissen Tag, vielleicht an deinem eigenen Geburtstag oder sonst irgendwas, wirklich runtergezogen, sich über dich lustig gemacht, so peinliche Dinge irgendwie gemacht, ohne dass du es wusstest, dich irgendwie bloßgestellt oder sonst irgendwas, weil es ihnen ja Spaß macht. Und all diese Dinge sollst du vergessen jetzt. All diese Dinge sollst du einfach wie sie unter den Teppich kehren und sagen, ja, wir sind ja Familie, wir müssen uns ja verzeihen, wir müssen ja zusammenhalten, obwohl du ganz genau weißt, so, eigentlich ist das gar keine Familie. Sie reden alle schlecht über sich selbst, über sich gegenseitig, so, nicht über sich selbst, aber gegenseitig reden sich schlecht über den, über den, über den, über den, es wird über jeden gelästert. So, Zusammenhalt ist auch nicht wirklich. Wenn ich sie rufe, sind sie auch nicht wirklich für mich da. Also, wofür sind wir eigentlich eine Familie? Was ist eigentlich hier? So, sind wir Familie nur auf dem Papier und in echt nicht? Oder was geht hier ab, denkst du dir? Und die Wahrheit ist, oftmals ist es genauso, wie du denkst, dass es nicht wirklich eine Familie ist. Denn eine Familie, die eine echte Familie ist, da spürst du das einfach. Den Zusammenhalt, die Liebe, Verständnis, Hoffnung, keine Ahnung, Gleichheit, so wirklich, nicht, dass wir jetzt alle gleich sind, wir sind alle gleich. Nein, ich meine einfach nur, es werden alle mit gleichem Respekt behandelt und nicht der eine, der kriegt jetzt die ganze Zeit Aufmerksamkeit, das ist vielleicht der Obernarzisst, der Opa oder Onkel oder Vater oder wer auch immer, ja. Kriegt die ganze Zeit Aufmerksamkeit, darf alles sagen, darf alles tun, was er will, darf alles von sich geben, so wie er es will. Ja? Und dann gibt es da welche, die werden einfach komplett vernachlässigt, komplett ignoriert. Dann gibt es die, die sind mittendrin, die machen so ein bisschen mit, sind dann ein bisschen ruhig. So, es gibt so verschiedene Mitglieder dann von dieser ganzen toxischen Familie, narzisstischen Familie, wie auch immer. Gibt es verschiedene Menschen dann darin und du bist vielleicht so der Realste. Du denkst dir, was mache ich hier? Die sind alle falsch, die sind alle fake, die sind alle hinterfotzig und reden hinterm Rücken, lästern die ganze Zeit, sind negativ, halten nicht wirklich zu mir, halten mich nur auf, was auch immer, wie auch immer. Du merkst einfach, dass dir quasi diese ach so tolle Familie eigentlich nichts bringt. Denn du merkst, ohne sie bist du besser dran. Ohne sie hast du viel mehr Frieden. Ohne sie kannst du deine Dinge viel klarer und besser durchziehen. Denn sie halten dich die ganze Zeit vielleicht, wie gesagt, zurück, sagen dir, ach, nein, tu das nicht, tu dies nicht, mach das, mach dies, mach jenes, mischen sich die ganze Zeit in dein Leben ein oder sonst irgendwas, lästern die ganze Zeit über dich, weil du irgendwie die Dinge anders tust. Anders denkst, anders handelst, wie auch immer, ja. Aber sie verlangen, das ist dieser Doppelstandard. So, das ist, was ich die ganze Zeit eigentlich sagen will. Das ist, sie ignorieren die ganze Zeit, wie schlecht sie sind, ja. Aber verlangen, dass sie die ganze Zeit zusammenhält. Das eine passt mit dem anderen nicht zusammen. So, einmal, wir halten zusammen, wir sind eine Familie, einmal laber, laber, rababer, so, von wegen Familie und dann die Realität sieht dann komplett anders aus. So, du wirst ignoriert, so, alles wird unter den Teppich gekehrt. So, es passt, es stimmt einfach nicht überein. Und du bist vielleicht, wie gesagt, einer der Realen, die das Ganze erkennt, sich nicht mehr verarschen lässt. Und jetzt wirst du zum schwarzen Schaf. Auf einmal lästern sie alle über dich. Auf einmal fallen sie alle über dich her. Auf einmal machen sie dich alle öffentlich fertig oder stellen dich bloß oder sonst irgendwas, sind neidisch auf dich oder was auch immer, ja. Ich sag dir nur eins, diese Lüge von wegen Blut ist dicker als Wasser. Manchmal können Freunde mehr Familie sein als deine eigene Familie. Manchmal fühlst du dich mit Menschen, die du außerhalb kennengelernt hast, viel verbundener als mit deinem eigenen Bruder oder mit deiner eigenen Familie. Deswegen dieser Spruch, so Blut ist dicker als Wasser, Familie hält immer zusammen, ist alles gut und schön, aber wenn die Taten nicht mit den Worten übereinstimmen, dann höre ich auch nicht mehr dem ganzen Bullshit zu. Ich persönlich, denn wenn ich merke,
dass jemand nicht mit seinen Worten Schritt halten kann oder Schritt hält generell, ja, kann ich diesen Menschen einfach nicht mehr ernst nehmen. Aber diese Menschen, über die ich ja die ganze Zeit rede, wollen ja, dass du sie ernst nimmst. Sie wollen ja, sie denken, ja, sie denken, das ist das, dieses narzisstische Denken, um das jetzt noch zum Schluss klarzumachen. Sie denken, sie haben alles verdient. Sie haben Respekt verdient, sie haben Anerkennung verdient, Aufmerksamkeit. Sie haben alles verdient, weil sie ja so perfekt sind. Sie haben alles verdient, ohne etwas zu tun, ja. Und dann kommst du auf einmal, du willst Ehrlichkeit. Du willst Rückhalt, du willst Zusammenhalt, du willst wirklich diese Werte, du willst wirklich diese Sachen, über die sie ja die ganze Zeit reden, was sie ja tun und wie eine Familie ist. Du willst wirklich diese Dinge und du gibst vielleicht auch diese Dinge, bist loyal, bist zuverlässig, was auch immer, ja, wie das ja in einer Familie sein sollte, aber du merkst, umgekehrt ist es einfach nicht so. Diese Menschen sind nicht so loyal, sind nicht so gerade. Stehen nicht so hinter dir, sie mischen sich die ganze Zeit bei dir ein. Sie reden dich die ganze reden die ganze Zeit schlecht über dich oder diskutieren die ganze Zeit mit dir. Und das hält dich alles auf. Ich will dir einfach nur damit sagen, wenn es wirklich so problematisch in deiner eigenen Familie ist, dann geh deinen eigenen Weg. Du hast etwas viel Besseres verdient. Dieser Traumabund, den musst du lösen, so, weil das ist ja auch immer das Hauptproblem in narzisstischen Beziehungen, Familien, Angelegenheiten, was wie auch immer die Situation ist, aber jetzt geht es ja um die Familie. In diesen Familien, das ist das Allerschwierigste, sich von diesem Traumabund quasi loszulösen. Traumabund heißt, es sind viele traumatische oder dramatische Ereignisse entstanden und all dieser Trauma, all dieser Drama ist jetzt in dir und wurde nie quasi von deinen Schultern gelassen, oder wie soll ich sagen, nein, ist schlecht formuliert, wurde nie verarbeitet, weil immer Neues dazu gekommen ist und dann wurde das mal schlecht gemacht. Dann haben sie das verkackt, dann haben sie das verkackt und das verkackt und haben so vieles verkackt, ja. Und jetzt ist all diese Last so quasi auf dir. Deswegen musst du aus dieser Situation raus. Das will ich dir einfach nur damit sagen. Du musst es schaffen, diesen Trauma oder Dramabund von dir zu lösen, wirklich diesen Bund zwischen euch zu cutten, dich davon loszulösen und dann dein eigenes Ding zu machen. Denn je mehr du in dieser Situation bleibst, desto dramatischer und traumatischer wird das Ganze und desto hässlicher wird das Ganze, desto mehr wirst du aufgehalten und desto mehr verlierst du deine Zeit. Deswegen, wir haben nur dieses eine Leben, in dem wir beweisen können, dass wir zu mehr imstande sind, als wir denken. Und ich will dir einfach nur motivierend sagen, so, zieh dein Ding durch. Du kannst nicht auf Familie setzen, du kannst nicht auf Freunde setzen, du kannst auf niemanden setzen, außer auf dich selbst. So diese Sprüche von wegen, Familie hält immer zusammen und Familie ist alles und alles über, Familie über alles und diese ganze Scheiße, so, ja, gibt es noch. Und ich bin auch froh, wenn ich es immer sehe und erleben darf. Nur in den meisten Fällen halten Familien gerade heutzutage nicht mehr so zusammen. Deswegen setz nicht deine Familie über dich. Setz dich immer an erster Stelle. Und dann siehst du auch automatisch, das ist der beste Test, dann siehst du automatisch, wer wirklich auf deiner Seite ist. Weil werden sie dann lästern über dich und sich lustig machen über dich, dich fertig machen oder sonst irgendwas, oder werden sie dich unterstützen? Und Unterstützung hat auch viele Gesichter. Einfach nur mal verstehen, Verständnis zeigen, einfach nur mal sagen, ja, ich glaube an dich, zieh durch, dich nicht aufzuhalten, das ist unterstützend. Keine Last zu sein, das ist unterstützend. Nicht irgendwie irgendwelche negativen Emotionen mir einzuflößen, das ist unterstützend. Unterstützung ist nicht immer, ich gebe dir Geld oder sonst irgendwas oder ich bin die ganze Zeit für dich da. Unterstützend ist auch einfach jemandem zu sagen, dass man an ihn glaubt, dass er durchziehen soll, was auch immer. Das ist genauso unterstützend. Und wenn du diese Dinge nicht bekommst von deinen
engsten Verwandten, von den Menschen, die dir am nahesten stehen, dann sag ich dir, sind es nicht die richtigen Menschen, wirklich. Ich sage es dir mit aller Liebe und allem Verständnis und allem Respekt, den ich habe, nur dennoch musst du dich von dieser toxischen Familie trennen, um erfolgreich zu werden, wenn du erfolgreich werden willst, wenn du weit kommen willst, wenn du ein glückliches Leben haben willst, wenn du eine gute, gesunde Familie haben willst, musst du diese toxische hinter dir lassen. Das ist ein Muss, denn sonst wirst du das Gleiche wieder weitergeben, wenn du nicht an dir arbeitest. Und es ist sehr schwierig, wenn man an sich selbst arbeitet, aber hat trotzdem noch diese Menschen im eigenen Leben und sie spiegeln einem eigentlich immer das Gegenteil. Und man hat immer quasi diese negative Energie um sich herum, mit der man dann auch noch kämpfen muss. Deswegen das Beste ist, was gleichzeitig auch das Schwierigste ist, den Kontakt abzubrechen oder gering wie möglich zu halten und nur noch sich auf sich selbst zu fokussieren. Das zum Thema Familie und toxische Familie, narzisstische Familie. So, sie haben dir vielleicht in der Vergangenheit so viel angetan, ja. Und es gibt so viele Dinge, die eigentlich nicht zu verzeihen sind, aber du hast dich selbst dann immer quasi fertig gemacht und hast dann immer gesagt, ja, ich darf ja nicht böse sein, weil wir sind ja Familie. Und all diese selbst manipulierenden Sprüche und Dinge, die du dir eingetrichtert hast dadurch, diese Menschen quasi haben dir irgendwas angetan, sind schon quasi mit dem Mindset rangegangen, dass du ihnen eh verzeihen wirst, weil ihr ja Familie seid. Und ich finde, heutzutage wird der Begriff Familie einfach immer mehr falsch ausgenutzt. So, wir sind Familie, deswegen müssen wir zusammenhalten, aber es wird unter den Tisch gekehrt, dass du die ganze Zeit mich vernachlässigst, dass du die ganze Zeit mich ignorierst, dass du die ganze Zeit, wenn du nach Hause kommst, jetzt der Vater kommt nach Hause oder die Mutter, und sie kommen ständig und lassen ihren Frust an euch raus. Oder wirklich, es ist Mindfuck, Mindpenetration, was diese Menschen machen. Ständig dann irgendwie ein Drama zu machen aus nichts oder Probleme zu schieben, wo keine Probleme sind. Und man hat die ganze Zeit nur Pech mit diesen Menschen. Das würde ich dir einfach sagen. Du hast die ganze Zeit nur Probleme, Pech, Sorgen, negativ, negativ, negativ. Das ist, was du mit diesen Menschen kriegst. Und sobald du diese Menschen nicht mehr so oft siehst oder mehr dein Ding machst oder dich auf dich selbst fokussierst, weniger auf sie fokussierst, wird ein magisches Wunder passieren. Und das ist, positive Dinge können auf einmal in dein Leben treten, weil du das Negative aus deiner Welt geschafft hast. Das zu diesem Thema. Deswegen, du musst nicht alles verzeihen. Nicht alles, was man, wie soll ich das sagen? Manchmal passieren einfach auch nun mal unverzeihliche Dinge. Und das ist nicht dann unsere Aufgabe. Wir müssen nicht alles einfach so verzeihen. Wir können es für uns selbst verzeihen. Wir können uns selbst verzeihen und dieser Person verzeihen. Aber es das heißt nicht, ich stottere ein bisschen, aber ich will einfach damit sagen, das heißt nicht, nur weil ich jetzt dieser Person oder Situation oder was ich verziehen habe, dass ich wieder das Gleiche mir gebe, dass ich wieder das Gleiche mit mir machen lasse. Das wäre nur wieder eigene Dummheit, selbe Dummheit wieder tun. So, und wir wollen ja aus Fehlern lernen. Deswegen, ich weiß, ist ein hartes Thema, ist ein sehr problematisches Thema, aber dennoch super wichtig. Super wichtig, mit denen auch viele Menschen zu kämpfen haben in ihren Familien, weil sie sich irgendwie verpflichtet fühlen, bei ihrer Familie zu bleiben oder sonst irgendwas. Oder sie spüren so, ich hab diesen Bund und ich kann diesen Bund nicht lösen, ich kann mich schwer von ihnen lösen. Das ist alles dieser Trauma oder Traumabund, wie es auch immer heißt, den du lösen musst, auf jeden Fall. Das ist das Erste, was du tun musst. Und dann als Zweites immer mehr auf dich selbst fokussieren.
Und als drittes den Kontakt am besten abbrechen, mal so gering wie möglich halten, dass diese Menschen einfach nicht mehr so viel in deinem Leben sich einmischen können oder irgendwie negativ dein Leben beeinflussen können. Sagen wir es mal so. Das zu diesem Thema, zum Thema Verzeihen und Familie und was weiß ich alles und Zusammenhalt der Familie und Familie muss ja immer beisammen sein und ja, alles schön und gut. Meine Ansicht ist nun mal ein wenig anders. Also es gibt viele, für die ist Familie super wichtig und die stellen Familie wirklich über alles. Aber ich denke mir, wenn mir ein Mensch, egal ob das jetzt ein Familienmitglied oder mein bester Freund ist oder Beziehungspartnerin ist, wenn mir ein Mensch nichts bringt, das hört sich jetzt irgendwie ausnutzend an. Nein, ich meine das wirklich mit aller Liebe. Nichts bringt im Sinne von, ich kann mit diesen Menschen nicht reden. Dieser Mensch versteht mich nicht. Dieser Mensch hat eine komplett andere Sichtweise. Dieser Mensch macht mir ständig Stress, Drama, Probleme, Tragödien, was auch immer, macht es mir die ganze Zeit schwer. Das meine ich mit, dieser Mensch bringt mir nichts. Denn wenn dieser Mensch mir nicht Frieden bringt, Geborgenheit, Verständnis, Liebe, Aufmerksamkeit, was auch immer, ja, wenn dieser Mensch mir nicht das geben kann, ist der Mensch nicht nützlich für mich. Das zu diesem Thema und ich hoffe, das leuchtet jetzt ein. Damit beende ich dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Peace Out.